Wir haben heute das teuerste Squad-Builder-Battle der Geschichte am Start. Und ich kann euch versprechen, beide Teams ergeben auf jeden Fall 100 Millionen Coins. Leute, das ist einfach nur absolut krank. Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Ich weiß gar nicht, wie es meinem Aufnahmepartner da drüben geht. Wakes, stell dich mal vor, was sind deine Gefühle gerade? Peace, Freunde. Ich bin auch mit dabei. Meine Gefühle sind gerade, ja, hin und weg. Ich sag ehrlich, 50 Millionen Coins pro Team, das kann nur ein Bruch werden für einen von uns, ne? Du weißt selbst. Boah, 100 Millionen SBB, Bro. Das wird einfach nur geisteskrank. Und zur Feier des Tages, weil wir ein 100 Mio SBB machen, Leute, ich verlose 3 PSN-Karten zum Start von EA FC 24 zum neuen FIFA-Teil. Alles, was ihr tun müsst, ist den Kanal abonnieren, mir auf Instagram folgende DM schreiben. Erst in der Beschreibung ist mein Instagram verlinkt, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für dieses 100 Mio SBB. Tim, was sagst du, 100 Mio SBB, wie viele Likes schaffen wir? Ich sag dir ehrlich, man kann auf die 6.000 Likes gehen. Muss man eigentlich machen. Ich sag ehrlich, Leute, lasst einfach allen Daumen nach oben da. Jeder, der das hier gerade sieht, weil das wird nicht nochmal vorkommen, glaube ich. 100 Mio ist bei mir schwer zu toppen. Einfach deswegen supporten, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Jo, soll ich als erstes einfügen oder willst du als erstes einfügen? Komm, ich füge zuerst ein. Okay, ich halt rein. Ich habe 2 Superspieler mitgenommen, also aufgeschrieben. Ja, das Ding ist, bei mir habe ich nicht so viel Auswahl, weil mit den Coins halt sonst echt eng wird. Einmal Pogba für 5,5 gekauft. Damit ist mein Team jetzt schon 30 Millionen mit ihm. Und dann habe ich noch einen, den habe ich noch nicht gekauft, weil ich ein bisschen Angst habe, dass du ihn eventuell aufgeschrieben hast. R9 Trophy Titan. Ich bin auf diese lockere Basis mit R9 und mit Pelé gegangen. Und da habe ich doch ins Goldene gestochen. Nein. Ey, Junge, komm, aber deswegen habe ich ihn nicht gekauft, weil ich wusste, du schreibst ihn immer auf, ohne Sinn. Ja, aber ich glaube, ich werde meine Spiele auch verlieren, wenn ich ehrlich bin. Man muss die Spiele halt aufschreiben. Jungs, wir haben extra 2 Starspieler drin, damit schon mal ein paar Coins drin sind, falls zu viele Spieler erraten werden, damit das dann nicht so wack ist und man macht eine 100 Mio SBB, aber kann am Ende nichts discarden. Deswegen sind schon 2 Spieler von Anfang an drin. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, trotzdem ist mein Team jetzt schon über 30 Millionen. Ja, deswegen. Und jetzt sind schon 30 Millionen Coins, die discarded werden können auf dem Spielfeld. Soll ich einfügen? Leute, übrigens, ja, Leute, keine Regeln. Also, wir dürfen alles machen, was wir wollen. Wir haben aber gesagt, so mindestens circa 28 Chemie. Tim, soll ich eigentlich Joker nehmen oder schlimmer? Achso, ich habe ja einen erraten, ne? Ja, ja, du hast einen erraten. Forward auf die Stürmerposition. Warum machst du das? Ja, damit du nicht so viele Tore schießen kannst gegen mich. Willst du nicht ein bisschen pokern oder so? Ich will den Joker anwenden. Echt nicht. Ja, okay, komm. Joker ist drin, Tafel ist drin. Erzähl mir mehr. Auf locker flockig, Neuzugang für meinen Verein, Hunter Chemistry Style draufgepackt. Er lacht sich gerade schlapp, weil du ihn nicht aufgeschrieben hast. Totti, Icon, Ronaldinho. Und somit habe ich hier schon 13 Millionen plus 11 Millionen plus 8 Millionen am Start. Wenn ich den Spieler, wäre super. Kann was? Ich rechnen? Das 32 Millionen, kann ich rechnen? Irgendwie sowas. Plus nochmal 1,5 Millionen von Rodrigo am Start. Nein. Oh, okay. Das heißt aber, bei dir fehlt schon noch ein bisschen was, ne? Mhm. Oh, okay, ich habe aufgeschrieben, du darfst beide behalten. Kann ich dir jetzt schon spoilern? Pelé und Henri. Ja, du weißt, dass ich 99er Pelé habe, ne? Du Schlingel, so ein Schlingel. Ist das krass, wer darf er seinen ganzen Sturm behalten. Aber okay, mein Sturm ist trotzdem cool. Und ich würde sagen, 1-0 für Wakes, wir gehen zu den beiden Mittelfeldspielern. Schmeckt. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Freunde, mein Sturm steht. Ich hoffe, mein Mittelfeld wird genauso stehen. Aber erstmal dein Mittelfeld. Ah, was soll ich sagen, Bro? Was soll ich sagen? Ich nehme einen mit. Den nehme ich immer mit. Deswegen ist der leider sehr auffällig. Sie dann Trophy Titan. Und dann den anderen, den habe ich eben noch frisch gekauft für 2 Millionen Tacken. Das ist Bellingham Team of the Season. Ich dachte, du sagst, den habe ich eben frisch gekauft, Renato Sanchez. Ich hatte so eine Hoffnung, weil der Mann dein Team direkt auf 50 Millionen machen würde. Ja, ich habe Renato Sanchez und Hullet. Ich bin mit Dick Coins gegangen. Du bist auch mit Dick Coins gegangen, aber nicht mit so Dick Coins. Schade. Aber ich bin jetzt schon bei über 45, ne? Mm. War bei 45 auf jeden Fall. Mm. Ey, aber das Ding ist, Renato ist, glaube ich, sogar extinct, wenn ich mir nicht... Ja, weil er eben erst rausgekommen ist, aber der kommt bestimmt gleich auf den Markt die nächsten Stunden. Das stimmt, aber wir schauen mal ran, was du hier so mitnehmen willst. Auf der rechten Seite habe ich eine gute Auswahl im Verein. Ich entscheide mich für Jude Bellingham. Super Typ, ein Macher. Auf der linken Bellingham Seite, wir haben beide über ihn gesprochen. Du hast gerade erwähnt, er ist extinct, deswegen habe ich ihn gerade noch nicht im Verein. Aber
Ich kaufe ihn mir gleich. Ich kann nämlich snipen. Ich bin der schnellste Sniper an dem Controller, den es gibt. Ja, Bro, wenn du minus 5% EA-Taxes machen willst, dann snipe ihn. Wieso? Ja, wenn du minus 5% EA-Taxes machen willst, ich kann ihn auch einfach behalten danach. Ich muss ihn ja nicht wieder verkaufen, dann werde ich nie diese 5% minus machen. Ja, okay, wenn, also willst du ihn jetzt kaufen, um ihn auf der Bank zu lassen, oder was? Du hast Renate aufgeschrieben. Ich hab gar nicht gecheckt, ne? Bro, ich hab null gecheckt, ich schwöre, ich hab null gecheckt. Du hast irgendwie so 32, 33 Millionen gleich, dachte so, du brauchst doch irgendwas krank teures, Renate wär's gewesen. Da hätte mich jetzt cool gemacht, auf 50 Millionen mit Bellingham zusammen. Ich wäre auf 50 Millionen mit den beiden. Hätte ehrlich. Hä? Ja, das ist krank, deswegen. Also, Renate, sie dann. Also. Habe ich schon was bei dir? Bruch. Nee, ne? Du hast noch nichts erraten. Bronze Keeper. Ich würde an deiner Stelle pokern. Nein, heute ohne Pokern, heute mit diese bisschen sicher fahren und so. Ja, aber ich habe schon gedacht, dass ich hier den einen oder anderen Spiel heute verlieren werde. Das heißt, ich bin relativ zufrieden, dass ich meinen Angriff behalten darf. Ein Spieler Mittelfeld, ja, ist okay. Solange ich jetzt nichts mehr verliere, wäre das auf jeden Fall ein Macher-Move. Ich sag ehrlich, ich bin auch zufrieden. Zidane darf ich behalten, Pogba darf ich behalten. Und ich sag ehrlich, in so einem 100 Mio SBB ist klar, dass ein, zwei, drei Spieler immer fliegen sollen. Ja, safe. Außenverteidiger jetzt. Okay, vielleicht sogar die Außenverteidiger werden fliegen. Halbfinale, meine Freunde. Die letzten, beziehungsweise einer der letzten Spieler, die wir jetzt auf der Tafel haben in diesem 100 Mio SBB. Ich bin jetzt schon aufgeregt auf das Spiel, ehrlich, mit Zittern und so. Du brauchst halt keine Coins mehr, ne? Ich habe dir trotzdem was aufgeschrieben, was so ein bisschen Coins noch bringt, weil damit es nicht langweilig aussieht, weil ich glaube nicht, dass du jetzt mit 5000 Coinspielern gegangen bist. Ich bin mit einem Spieler auf der linken Seite gegangen, der 500k kostet. Muss ich mir aber auch noch zulegen gleich. Das ist Cap de Villa, mein Brudi. Cap de Villa. Natürlich die 90er-Karte. Und auf der rechten Seite dann ein Spieler, den ich im Verein habe. Und das ist der gute alte Zanetti, Totti-Icon. Boah. Finde ich gut, Bro. Finde ich gut. Obwohl du schon 50 hast, investierst du noch mehr in dieses Team und in diese SBB. Das finde ich super. Ehrlich, finde ich sehr, sehr cool von dir. Respekt an dich. Aber du darfst auch beide behalten. Also ich habe Cole und Militao aufgeschrieben. Cap de Villa wird sich gleich gekauft, Freunde. Cap de Villa wird sich gleich gekauft und der wird auf der linken Außenbahn mit Ronaldinho zusammen auf und ab gehen. Das schmeckt so krank. Wen hast du? Okay, ich habe Linksverteidiger jemanden. Ich glaube nicht, dass du ihn hast, weil der hat halt keinen richtigen Wert. Ich weiß gar nicht, wie man seinen Wert bestimmen soll. Ich komme trotzdem auf 50 Millionen, keine Sorge, Freunde. Kamavinga Shapeshifter-Karte. Der hat halt keinen Wert, der ist halt 0 Münzen. C gefällt mir. C gefällt dir. Klaus? Oder was? C? Ich habe rechts Hakimi. Nee, Cap de Villa, deswegen C. Aber Kamavinga ist falsch. Zanetti auf rechts, Cap de Villa auf links. Darfst auch wieder beide behalten. Junge, hä? Was passiert hier? Geil, geil, geil. Die Teams sehen jetzt schon so sexy aus, ne? Wow, okay, jetzt Finale, letzten drei Spieler. Jetzt kann wirklich alles passieren. Also wer jetzt was verliert, der wird am Ende wahrscheinlich gebrochen. Freunde, ich öffne hiermit das Finale. Ich eröffne das Finale und ich halt rein. Bitte, ich muss noch was erraten. Nur den Stürmer wäre ein Bruch. Ich meine, dann kannst du nicht so gut Tore schießen, aber du kannst trotzdem sehr gut verteidigen. Und das heißt, vielleicht habe ich es dann auch schwierig, Tore zu schießen. Aber wenn ich einen errate, wäre das wichtig. Das weiß, wie sich das gerade anfühlt, diese letzten drei Spiele einfügen. Wie? Wie die Weltmeisterschaft Elfmeterschießen. Ja, ohne Spannung sogar, ist das gerade. Finale Weltmeisterschaft, Argentinien, Frankreich ist das gerade so ein Ding. Okay, komm. Schweinsteiger Shapeshifter. Glaube ich nicht, dass du ihn hast. IV. Superkarte, 97er einfach. Dann Kimpembe Flashback, 91er. Kann man jetzt leider sehr krass drauf kommen wegen Hakimi. Habe ich ein bisschen Angst. Und im Tor, Toti Icon Van der Sar. Cenk. Ich habe aufgeschrieben, Van Dijk, weil du ihn liebst. Du nimmst ihn eigentlich immer mit. Warum nicht heute? Erzähl mir mehr. Eder Militao? Du hast dich Van der Sar, oder? Alisson. Ja! Fast volles Team, geil! Ich hab nur R9 erraten, oder was? Ja, du hast... Alter, das Team sieht schon sexy aus, ne? Wow! Komm, Bro, ich will direkt wissen, hab ich was bei dir? Ich habe einen von den Spielern mitgenommen, die ich auch aufgeschrieben habe. Wenn du einen von denen aufgeschrieben hast, hast du schon mal einen. Ich habe Eder Militao. Dann habe ich Team of the Season Marquinhos für Mbappé, der Link. Und weil es so schön ist, nochmal 500.000 mit Yashin einfügen. Und das ist mein Team. Ich bin mit dem falschen PSG-Spieler gegangen. Ich bin mit Kimpembe Flashback, mit Petit für den Frankreich-Link und mit Van der Sar gegangen. Ich habe auch nur ein Bronze. Digga, ein Bronze. Ey, das wird teuer beim Discounten. Lass mal noch mal neu raten. Lass mal bei den Spieler raus, Bro. Aber ich glaube, das ist ein Double-Pro, wenn man die Innenverteidiger rausbekommt, weil man dann mehr Gegentore kassiert. Ich glaube, es
Es bleibt sich gleich. Es bleibt sich gleich. Ey, Bro, Freunde. Bro, ich spiele ohne Sturm. Ich pack Ronaldinho Henri auf die Bank, okay? Nö, das Team bleibt genauso wie es ist. Und daran wird sich nichts ändern. Punkt, aus, Ende. Ich lade dich ein, mein Brudi. Wir gehen rein. Ey! Ich hole Handtuch. Meine Hände schwitzen. Ab ins Spiel. Let's go. Zeig mal her, dein 50er. Zeig es her. Alter. Alter, dieser Sturm. Alter, ja. Bro. Alter. Ich glaube, alle Zuschauer, die gerade das Video gucken, träumen von unseren Teams, ne? Die würden es sogar mit diesem Bronze-Torhüter akzeptieren, glaube ich, damit Weekend League zocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit Grün! Hast erster du Grün getroffen? Jo. Ich hab trainiert vor dem 100 Mio SBB, hab ich doch gesagt. Stimmt, du hast gesagt, du gehst Weekend League trainieren und so, ne? Ja. Ich hab eine neue Freistoß-Taktik-Tank. Freistoß jetzt noch, Digga. Hast du irgendwie heute Brainlags oder was? Scheiße. Anstoßklatsch. Einfach Ecke wird zu Freistoß und dann macht er ein Tor, Digga. Scheiß drauf. Oh, Brainlag zwar, aber Tore kann man trotzdem schießen. Freistoß. Mit Jubel dann. Oh mein Digga, Gott. Hör doch mal auf mit diesen scheiß Eckentoren jedes SBB gegen mich. Wie machst du das? Ich war immer Eckenspezialist, jetzt hast du das übernommen. In diesem FIFA kann ich es gar nicht. Weißt du, wer auch Spaß hat bei mir? Ja. Ey, ich werde mich umhauen. Nein. Mann! Macht so viel Scheiße. Willst du nicht sagen? Willst du nicht jubeln oder so? Ich hab gejubelt, glaub mir. Maurice hat so einen Zoom da reingemacht. Oh! 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 Bei mir mit Schwitzen, ne? Ich bin so am Schwitzen. Ich bin wirklich hier hardcore am Schwitzen. Brudi, ich hab grad gejubelt, als wäre ein Tor passiert. Oh mein Gott. Kriegst du jetzt zurück. Gleich Nachbarn klingeln und so. Digga, kann ich auch einmal den Ball gewinnen, wenn ich den Ball gewinne, du? Was passiert denn da, Digga? Das ist ja auch wieder unfair, dass der Ball nur in der Luft ist und man den dann nicht gewinnen kann. Ah, Bro, sorry. Aus Versehen Jubel gemacht. Mein Controller bist du kaputt. Nein. Ja, nein. So einfach. E-Sportler Tactics! Ah, wie ich ihn gemoved hab. Bitte einmal Zoom rein. Bitte einmal Zoom rein, wie ich ihn gemoved hab. Krank. Guck mal, wie er nicht mitläuft. Nein. Wer ist das? Die Nummer 3. Kamavinga oder so. Oder Hakimi. Eieiei, der hat mich gerade so gesaved vom fetten Discard. Hat mir länger. Unglaublich. Ich hatte so krasse Chancen. Ja, was ist das gerade für ein Spiel? Guck jetzt, Cenk? Guck jetzt, Cenk! Es tut mir leid, dass ich so eine Geschütze ausfahren muss. Aber diese Geschütze muss man ab und zu ausfahren. Boah, krass. Der war krass. Ohne Sinn, jetzt... Chilter. Junge! Wie ein asozialer Chilter da unten. Ey, Rache, und ich mach so eine Scheiße. Rache für mein SBB. Rache für mein SBB. Jetzt. Ein Discard, ne? Genau wie bei dir. Ein Discard. Und es stehen auf dem Spiel Ronaldinho Totti, Henri Shapeshifter, Pogba und viele mehr. Okay, Leute. Ihr seht es, ich bin am Sortieren. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wo ich... Das Ding ist, Ronaldinho, Henri, Pogba, das sind halt die drei, die am teuersten sind. Die ergeben schon 30 Millionen. Deswegen... Das sind so die, wo ich gar nicht weiß, wo ich die hinstellen soll, ne? Ich weiß nicht, ob du auch dieses Problem hattest, aber da struggle ich gerade. Wollen wir meinen SBB spoilern? Okay, Leute, Spoiler in 3, 2, 1. Ich musste Pelé 99 discarden. Pelé 99. Und ich hoffe, ich zahle es dir jetzt heim. Okay, Spoiler zu Ende, es geht weiter. 4, 2, 4 Formation, ne? Ich glaube, ich habe umgestellt. Das Ding ist, ey, zitter so, Bro. Ronaldinho, Pogba, Henri, Bruder, dann noch Spieler wie Zidane, Bellingham, Van der Sar, Takimi, die sind alle 1 Million plus wert, Schweinsteiger auch nochmal fast 2 Millionen. Ich kann nicht mehr. Mach einfach, scheiß drauf, mach einfach, ich dreh mich um. So, Cenk. Mach. Du hast bei mir einen wunderschönen Spieler genommen. Und der war im ZM. Nimm ich bei dir auch ein ZM, oder bist du wahnsinnig und stellst auch jemanden hin? Ich glaube nicht. Weil du Angst hast, dass ich dieselbe Position nehme. Das heißt, ich nehme schon mal nicht dieselbe Position, die du genommen hast.
Meinung gehe ich in Sturm. Da sind 4 Spieler. Die Chance, was Gutes zu treffen, ist im Mittelfeld am höchsten, weil da nur 2 Spieler stehen. Abwehr 4 Spieler, Sturm 4 Spieler. Ich nehme den rechten ZM. Bruder, du hast einfach genau meine Taktik durchschaut, ne? Ich hab, wieder Spoiler, ich hab bei Timia Pelé discardet auf dem LZM und ich hab dort meinen Bronzespieler hingepackt. Ich wusste es. Und RZM stand aber ein 1,5 Mio Spieler. Wer? Panda Satoti Icon. Ah, okay. Also du hast schon noch einen der besseren getroffen. Wo waren die ganz krassen Spieler? Boah, also Henri LV, Bock bei LF, also richtig riskant auf LF gepackt. Zidane rechter Stürmer und Ronaldinho rechter Flügel. Boah, du hast alles im Sturm gelassen, crazy. Ich hab echt alles in den Sturm. Bruder, ich hatte halt auch nur einen Bronzespieler, ne? Also bei mir, da konntest du nur irgendwie Win treffen, theoretisch. Also alles ist ja 1 Mio plus wert hier. Aber 1,5 Mio Fandasa tut auch schon weh. Aber ich gebe den lieber ab als einen Zidane oder Ronaldinho oder Pogba oder Henri. Muss man gar nicht viel drum rumreden. Ich gehe jetzt in die SBC. Fandasa ist weg. GG. So Leute, Fandasa ist in der SBC drin. Tut trotzdem weh. Es sind trotzdem 1,5 Millionen Coins. Aber es hätte mich halt echt schlimmer treffen können, deswegen möchte ich mich gar nicht beschweren. Bei so einem 100 Mio SBB habe ich sowieso damit gerechnet, dass irgendwas getroffen werden kann, wenn ich verliere. Deswegen, ich will gar nicht viel rumschnacken. Andersa geht jetzt baden für einen Positionsmodifikator, wie bei dir, Pelé. Tim, ich bin raus. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr eine der PSN-Karten gewinnen wollt, dann folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort eine DM und abonniert diesen Kanal, ganz wichtig, um teilzunehmen. Und Tim hat die letzten Worte, ich bin raus. Ich bin immer noch gebrochen von meinem Pelé-Freund. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut immer noch weh. Hier auf der linken Seite im Herzen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.